Hallo zusammen und herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk. Ihr habt es gerade gesehen, die fleißige Mama-Meise hat ihre Jungen gefüttert. Die sind mittlerweile ausgeflogen. Aber nicht nur die Mama-Meise war schwer beschäftigt, sondern wir auch. Wir haben es jetzt Ende Mai und es gibt einiges Neues im Garten zu sehen. Also bleibt dran! Ich stehe jetzt hier beim Kräuterbeet und werde den Liebstöckel schneiden, ordentlich runterschneiden und trocknen. Das heißt, ich kann die erste Ernte machen und er sprießt danach richtig kraftvoll wieder aus. Liebstöckel nennt man ja gerne auch Maggikraut. Das ist super für Suppen, aber auch für andere Gerichte. Das sieht jetzt nach einem ordentlichen Büschel aus, aber wenn das getrocknet ist, wird die Masse viel, viel kleiner. Getrocknete eigene Kräuter sind auch immer ein schönes Mitbringsel oder ein kleines Geschenk. Wir sind bei Hochbeet Nummer 1 und wie euch sicher schon aufgefallen ist, die Hauben sind weg und es sprießt und grün, es ist ein Traum. Jeden Tag ernte ich hier locker eine Schüssel voll Salat, spätestens jeden zweiten. Auch die Kohlrabis haben wir schon fast alle abgeerntet, die schmecken so mild und lecker. Wir haben noch Petersilie dabei und da vorne steht noch rote Beete. Die werden wir auch bald beernten, genauso wie die Blätter. Wenn hier natürlich dann die Lücken entstehen, wenn die Salate und andere Sachen rauskommen, dann wird nachgepflanzt und zwar mit Sommergemüse. Da kommen dann Zucchini rein, Mangold und Fenchelpflanzen und natürlich auch immer wieder Salatpflanzen, denn unser Salatkonsum ist schon hoch. Wir sind im Gewächshaus angekommen und wie man sehen kann, hier oben sind noch einige Pflänzchen, unter anderem auch unsere Wassermelonen, aber da wird es dieses Jahr natürlich auch wieder ein eigenes Video geben, Wassermelon Challenge 2016. Da hinten stehen auch noch ein paar Kandidaten, unter anderem Feigenableger, der richtig gut gekommen ist. Hier unten haben wir noch ein paar Pflanzen, und zwar die Spitzkohlpflanzen, die sich schließen. Die sehen richtig gut aus, da habe ich richtig Lust drauf, die zu essen. Und hier an der Seite haben wir die Brokkolipflanzen. Ihr seht, die sind schon abgeerntet. Vielleicht waren denen die krassen Temperaturunterschiede zu heftig. Es kamen zwar Röschen, die haben wir auch gegessen, die waren lecker, aber die waren sehr, sehr klein. Und hier rechts an der Seite haben wir die Blumenkohlpflanzen, aber keine Ahnung, irgendwie zu spät. Letztes Jahr um diese Zeit haben wir schon Blumenkohl ernten können. Und die Salate und Zwiebeln, die dazwischen stehen, die beernten wir immer. Dieses Beet sieht hier noch etwas wüst aus, aber das wird nicht lange so bleiben. Da vorne kommen Gurken rein an die Gitter, also Zitronengurken, Landgurken und Einlegegurken. Und hier an diesem Dreiecksgerüst, wo ich jetzt stehe, kommen natürlich die Stangenbohnen rein. Wo ich jetzt gerade stehe, sind blaue Hilde eingesetzt, die kommen auch schon raus. In der Mitte haben wir Feuerbohnen und ganz vorne haben wir die Kilometerbohne. Die ist neu für uns. Kennt ihr die vielleicht? Hier im hinteren Bereich könnt ihr Folgendes sehen. Zum einen haben wir ein, naja, ich würde sagen fast ein Experiment, Buchweizen ausgesät und der keimt auch schon ganz gut, haben wir für unsere Hühner gemacht. Mal gucken, wie das klappt. Da hinten in der Ecke sind noch zwei Jakonpflanzen. Uns ist zu Ohren gekommen, dass die auch ganz gerne in schattigen Gebieten gut wachsen. Das überprüfen wir jetzt. Hier vorne haben wir eine Mischkultur und zwar Stangensellerie zusammen mit Gemüsezwiebeln, in dem Bereich auch schon gemulcht. Die wachsen bisher auch sehr gut. Davor ist es unser Erbsenbereich. Aus zwei Seiten. Ganz vorne sind die Zuckererbsen, die sind super angegangen und ich denke, die wachsen auch weiter so schön. Dahinter die kleineren grünen Pflänzchen, ja, da mussten wir nachsehen, das Saatgut war wohl nicht mehr das frischste. Das sind Markerbsen. Wir sind bei Hochbeet Nummer 3 angekommen. Im letzten Gartenrundgang standen ja hier noch Feldsalat, Postelein und Spinat drin. Jetzt seht ihr, es ist neu bestellt und auch schon ganz gut angewachsen. Hier vorne haben wir Buschbohnen eingesät, dahinter sind Salate, an den Rändern stehen Erdnüsse. Ja, irgendeiner von euch, ich weiß gar nicht mehr wer, hat uns den Floh ins Ohr gesetzt und zack sind hier Erdnusspflanzen mit im Beet. Dann haben wir noch ein paar Restbestände von Zwiebeln und Schalotten eingesetzt, eine Reihe Möhrchen eingepflanzt, den einen oder anderen Mangold noch reingesetzt. Und hier sind noch ein paar andere Samen aufgegangen, aber das verraten wir noch nicht. Da wird es noch ein extra Video zu geben. Hier seht ihr unsere Bekämpfungsmaßnahme für Läuse. Marienkäfer lieben Läuse und wir brauchen mehr Marienkäfer. Und wo haben wir die Läuse? Zum Beispiel hier in der Artischocke. Da. Hier seht ihr schon den Dünger für nächstes Jahr. Wir haben einiges an Pferdemist zusammengekarrt und hier gelagert. Nächstes Jahr ist das startklar. Daneben, dieser etwas klein gewordene, aber dennoch riesige Totholzhaufen, ist das Zuhause von einigen Igeln. Schaut mal selbst. In diesem kleinen Fässchen
befindet sich etwas, was nicht mehr stinkt. Immer regelmäßig umrühren. Brennnesseljauche natürlich. Und die stinkt nicht, wie jedes Jahr, da kommt Urgesteinsmehl rein bei uns und effektive Mikroorganismen. Wer überlegt, sich eine Clematis anzuschaffen, dem kann ich die Sorte Mylene empfehlen. Die duftet nach Vanille und wächst mega schnell und wuchert. Wir sind bei Hochbeet Nummer 2 angekommen. Im Winter hatten wir hier den Winterspinat drin, der super gewachsen ist. Und das hat sich echt gelohnt. Wir haben viel davon eingefroren. Das war klasse. Jetzt stehen hier Zwiebeln drin, Steckzwiebeln, und zwar weiße und rote und Schalotten, gemulcht. Und hier seht ihr, wie super der Knoblauch gedeiht. Das habe ich letztens in einem Video gelernt. Je mehr Blätter der hat, desto mehr Zehen hat er auch. Mal gucken, ob das stimmt. Willkommen im Gemüsegarten. Grins. Hier an der Seite sind jetzt die Knollensellerie in der Erde und gemulcht. Das sieht gut aus. Hier unter dem Netz haben wir Kohlpflanzen stehen. Und die müssen wir euch mal genau anschauen, weil da haben wir nachher einen Vergleich. Auf der rechten Seite von mir aus gesehen, seht ihr die Spinatpflanzen. Die, die wir als Jungpflanzen eingesetzt haben, die sind auch richtig gut gekommen. Was wir gesät haben, ist nicht wirklich gekommen. Und das Grüne, was ihr hier so seht, das sind selbst ausgesäte Ringelblumen. Hier vorne seht ihr mit den Blüten und den schwarzen Punkten die dicken Bohnen. Sag mal, liebe Gärtner, was macht denn ihr, wenn die euch umknicken? Bindet ihr die an oder habt ihr vielleicht einen anderen Trick? So ein paar Pflanzen sind leider umgeknickt. Dazwischen sieht man immer die ein oder andere Biene. Hier ist ordentlich was los. Und hier seht ihr unser Porree-Beet. Glaubt ihr nicht? Naja, ist ja auch noch nicht fertig. Muss noch ein bisschen was gemacht werden. Daneben unter dem Bogen hier haben wir unsere Möhrchen. Am besten gekeimt ist die Milanmöhre bisher, aber die müssen auf jeden Fall vereinzelt werden. Hier in diesem Beet seht ihr, abgesehen von dem übrig gebliebenen Knoblauch, ganz viele kleine rote Beetepflanzen, die dieses Jahr relativ spät sind. Daneben haben wir Pastinaken ausgesät, auch die kommen jetzt. Und neben den Pastinaken stehen Korianderpflanzen, die aussamen sollen, weil wir das Koriander-Saatgut ganz gerne als Gewürz für unser Brot verwenden. Und daneben stehen die Schwarzwurzeln in dem gemulchten Bereich. Die sehen echt auch gut aus. Hier bei unserem kleinen Folienhaus sieht es natürlich auch nicht leer aus. Wir haben hier zwei Paprikapflanzen drin im Kübel, wo wir gerne testen möchten, wie der Unterschied ist zwischen Paprikern in Kübeln draußen und Paprikern in Kübeln hier im Gewächshaus. Und dahinter stehen zwei Gurken. Und das sind diese veredelten Biogurken, die sind unglaublich. Wir haben, glaube ich, schon 3 oder 4 Gurken geerntet und im Salat gegessen. Die schmecken richtig gut. Hier in diesem Gartenteil sieht es auf den ersten Blick ein bisschen chaotisch aus. Aber beim zweiten Blick sieht man, abgesehen von den Kartoffeln in der Tonne, haben wir auch jede Menge Kübel hier überall stehen. Und kleiner Tipp an euch, vielleicht habt ihr auch so ein paar Beete oder Bereiche, wo man nicht wirklich buddeln kann. Einfach Kübel drauf, in die Kübel Löcher rein, Erde rein und dann kann man da einiges einsetzen. Wir haben hier Süßkartoffeln drin, Melonen kommen hier rein, Grünkohl, Rosenkohl, Palmkohl. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten, was man in die Kübel so alles reinsetzen kann. Hier drin ist die rote Desiree und wie man sehen kann, die ist schon ganz schön weit nach oben gekommen und die ist auch schon wieder so weit, dass wir die wieder anhäufeln können. Also die Kartoffeltonnen wuchern und wachsen richtig gut und werden regelmäßig angehäufelt. Zu den Kartoffeltonnen gibt es natürlich wie immer auch wieder ein eigenes Video. Tada, die Blumenwiese. Naja, so richtig viele bunte Punkte sehen wir noch nicht, aber es ist nicht mehr braun, es ist grün. Ich habe das ein oder andere Beikraut schon gesehen, was nicht in der Blumenmischung war. Ich hoffe aber, dass sich viele, viele Blümchen durchsetzen werden und es hier richtig bunt und buntes Treiben auch für die Bienen gibt. Wir haben ein paar Stauden dabei, eine Pfingstrose ist dabei, die ist wieder schön aufgeblüht beispielsweise. Und ein paar Blaubeersträucher haben wir auch hier drin sitzen. Hier sind wir jetzt bei unserem Sojabohnenbeet. Vielleicht habt ihr das Video von letzter Woche gesehen zum Thema Sojabohnenexperiment. Wie man leider unschwer erkennen kann, sieht es hier etwas wüst aus. Wir haben schwer mit Amseln zu kämpfen. Das heißt, wir werden unbedingt wieder Netze drüber spannen müssen. Hier ist unser Maisbeet. Also bisher sieht man nur irgendwelche Pilze, die kommen natürlich weg. Hier werden unsere Maisjungpflanzen eingesetzt. Hochbeet Nummer 4. Eben im Gemüsegarten, also im Gemüsebeet, habe ich euch gesagt, schaut euch mal die Kohlpflanzen an. Und jetzt schaut euch mal im Vergleich diese Kohlpflanzen an. Die Jungpflanzen in beiden Beeten sind zur gleichen Zeit ausgesät und zur gleichen Zeit gepflanzt worden. Schaut euch mal den Unterschied an. Die sind viel, viel weiter hier in Hochbeet Nummer 4.
Die Kiwi-Pflanzen und die Physalis am Zaun haben sich richtig gut entwickelt und ich hoffe, das tun sie auch weiter. Unsere Feigen haben wir ja dieses Jahr von den Töpfen in die Erde gebracht und das tut ihnen, glaube ich, richtig gut. Schauen wir uns mal hier die eine an. Ich glaube, wir werden dieses Jahr eine schöne Feigenernte haben. Ich freue mich schon drauf. Die werden so grün-violett und schmecken gut. Das ist die Sorte Morena. Und hier stehen wir jetzt an unserem Misthaufenhügel. Und ihr seht den Muskatkürbis und den Hokkaido-Kürbis und den Patisson. Noch nicht, aber bald. Weil die noch hier stehen. Hier stehen noch die restlichen Jungpflanzen. Abgesehen von den Kürbissen haben wir auch die Zucchini-Pflanzen hier und auch die Gurken. Bald sind die hier weg, aber neue sind auch schon wieder am Start. Und hier seht ihr sie auch. Da ist schon für den Winter und für den Herbst ausgesät. Und zwar Grünkohl und Rosenkohl und Winterwirsing und der ein oder andere Brokkoli auch. Und Salatpflanzen haben wir natürlich am laufenden Bande. Hier sind auch wieder welche ausgesät. Hier links auf der Seite seht ihr unsere jungen Maispflanzen, die ins Beet kommen. Schaut euch das mal an, unsere Tomaten sehen gut aus, oder? Richtig grün, richtig vital und wir mussten auch schon ordentlich ausgeizen. Und viele der Pflanzen haben auch schon Blütenknospen, also Blüten. In den Töpfen, die davor stehen, kommt natürlich wie letztes Jahr auch Basilikum wieder rein. Und was ist das für eine Pflanze? Wer weiß es? Ja, genau, eine Auberginenpflanze. Wir haben da einige von. Aber im Gewächshaus stehen ja noch die ganzen Kohlpflanzen. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Unsere Physalispflanzen schön gemulcht und diesmal mit nicht allzu viel Dünger. Bisher entwickeln sie sich gut und ich hoffe, das machen die auch weiter so. Ich wünsche mir dieses Jahr eine reiche Ernte an Physalis. Diese Pflanze hier haben wir mehrfach im Garten stehen. Die Blätter sind so samtig und das, was wir von der essen, sind die Knollen. Hier haben wir den Test, um zu schauen, wie gut die in den Kübeln wachsen. Das haben wir bei einigen Pflanzen. Das ist natürlich eine Yacon-Pflanze, aber das wusstet ihr natürlich. Letztes Jahr im Januar habe ich hier Triebe von, also so Ableger geschenkt bekommen. Die ist letztes Jahr auch schön gewachsen, die hatte Blüten. Dann haben wir die überwintert und jetzt im Frühjahr habe ich die zurückgeschnitten und ich dachte, das war's gewesen, die ist tot, da war nichts dran. Aber jetzt so Ende Mai habe ich mich dann doch gefreut, weil sie wieder austreibt und ich freue mich wieder auf die schönen Blüten, die übrigens auch bei der ein oder anderen Sorte essbar ist. Ein Blick in unsere Obstwurst. Unsere Beerenfrüchte kommen natürlich wieder gut. Die Johannisbeeren, die Josterbeeren, die Stachelbeeren. Und hier bei dem Apfelbaum, der hatte eine so schöne Blütenpracht, das wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Vielleicht erinnert ihr euch an das Video zum Thema Johannisbeeren schneiden, was wir gemacht haben. Ein kleiner Nachtrag, dieser hier, der Einjährige, trägt trotzdem Früchte. Das hier ist Fenchel, und zwar Teefenchel. Der steht jetzt im dritten Jahr hier und das lohnt sich. Der ist richtig vital, wächst von alleine eigentlich eher wie Unkraut. Und die Samen kann man wunderbar benutzen als Brotgewürz oder für Tee oder auch so als Gewürz. Oder auch das Grüne kann man auch nutzen. Das war unser Gartenrundgang für den Monat Mai. Wir hoffen, er hat euch gefallen und ihr konntet die ein oder andere Inspiration mitnehmen. Vielleicht habt ihr auch ein paar Anregungen, Kommentare an uns, dann immer gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr aber auch noch ein paar Fragen zu unserem Garten, unserem Kanal, was wir so machen, unserem Blog. Wir haben uns gedacht, wir machen mal so ein FAQ-Video. Einige Fragen kamen immer wieder und immer wieder doppelt und wir haben gedacht, wir machen das mal gesammelt in einem Video. Also, eure Fragen unter das Video in die Kommentare. Schreibt bitte vorher dieses Hashtag, also Rautezeichen FAQ dazu, dann ist es für uns einfacher, die Fragen rauszusuchen. Und eine wahrscheinliche Frage können wir euch jetzt schon beantworten. Ja, das ist auch ein kleines Gewächshaus, was ich vor mir schleppe und im Herbst werden wir Nachwuchs bekommen. Wir erwarten einen Gartenzwerg. Vielleicht interessiert euch das auch, wie letztes Jahr im Mai unser Garten aussah. Hier oben haben wir Teil 1 verlinkt und hier unten haben wir unseren Gartenrundgang für den Mai Teil 2 verlinkt. Also, über ein Däumchen freuen wir uns natürlich, über eure Fragen und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!